Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Portal 2. Hallo Community, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falsche Richtung. Fängt schon gut an. Oh. Los geht's. Gehen rein. Wheatley? Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Ja, ich spiele das wirklich. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Was ist denn das da? Laserstrahlen oder was soll das sein? Ah. Oh mein Gott. Überraschung! Wir machen sofort. Was? Das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszweck idiotische Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. Die Kooperationsinitiative. Das schießt mich jetzt, ne? Ah, das ist der Teil, in dem er uns tötet. Oh mein Gott. Hallo, bring ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden, bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Wollen wir uns mal töten lassen? Tötet er uns? Ja, er tötet uns. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Dafür gibt's keinen Erfolg? Oh Mann. Nichts Persönliches. Nur eben, du hast mich schließlich getötet. Ich hätt's geschafft. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo! In diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo stellst du? Komm zurück! Warum will er mich denn töten? Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Das glaube ich dir nicht mehr. Du bist wahnsinnig geworden. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Das war richtig ich schön. Sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Bring uns das. Ich soll da runterspringen? Mit Sicherheit, oder? Also, wo sonst? Nun? Soll ich wirklich? Oh. Oh. Okay. Und wohin? Das da? Okay. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Ich dachte, er schießt. Oh mein Gott. Ja, kleine Idee, ich hab halt. Hey. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Der ist ja robust. Schande. Kann ich nicht rüber. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Zurück? Ja. Er will uns töten! Was mit ihm? Aperture, grab your cherries. Halt durch! Bin schon fast da! Werfte mich gar nicht, einfach weiterfliegen! Ich dachte, das stimmt. Ich dachte, ich soll einfach...
sorry, Leute. Sicher, es ist eine Falle, aber der einzige Weg. Also los. Ha, Todesfalle! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Bringen sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Boah, da ist wieder ein Herzinfarkt. Ich sag euch. Stille um, vermutlich. Würde ich mir denken. 75. Das ist ziemlich gut. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar. Ja. Oh, die schienen wirklich. Okay, ich dachte, die sind vielleicht auch kaputt. Aber nein, die schießen wirklich. Dreist. Denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und oh, der schießt mich. Neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Hey. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Okay. Suche. Oh nein. So, wie das jetzt nun wieder? Ach so, Moment. So. Oh. Ich könnte theoretisch darüber. Wollen wir darüber? Müssen wir darüber? Ja, wir müssen darüber tatsächlich. Und? Na gut. Dann machen wir das. So. Zack. Ah, verstehe. Raffiniert. Oder? Sehr raffiniert. Schalt das bloß nicht ab. Dumm! Die Klingen machen. Ist dich. Hätte mich umbringen können, wenn du was einfach schaltet. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Danke. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Oh Gott, der ist so wahnsinnig. Oh mein Gott. Er tötet mich wirklich da. Was? Oh Mann. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Was soll ich denn da machen? Wo ist er theoretisch schon? Ich muss das besser timen eigentlich, oder? Kann ich das besser timen? Nee. Ich muss doch hier lang. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stamm. Oh, komm, auch nicht. Ich dachte, ich kann da in das Gitter springen. Geht nicht, Leute. Geht nicht. Man kann nicht ins Gitter. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Also das muss ja... Was anderes geht nicht, oder? Das muss schon so sein. Aber... Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stamm. Ach da. Stillhalten, bitte. Man braucht ein bisschen Reaction. Oh, da hätte ich die fast schon erwischt. Okay, das geht auch, ja. Wo steckst du? Wo steckst du? Komm zurück! Woher weißt du denn eigentlich immer, wo ich bin? Oh mein Gott. Ist da was kaputt gegangen? Naja. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Willst du mich denn töten? Das kann ich, was er gegen mich hat. Oh, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Das war so nicht gedacht.
Aha. Das geht. Ah. Was macht das? Ah, das macht das Ding an. Und was können wir damit machen? Wir können damit Wesen töten. Wie ist das hier? Das splattert, ne? Sehr witzig. Okay, dann haben wir das. Mhm. Hey, hey, hey! Jetzt wieder zurück? Vielleicht? Oh. Nee, da will ich nicht hin. Achso. Ja, dann machen wir es so. Wie praktisch das auch immer alles aufgebaut ist für uns, ne? Es gibt ja aus jeder brenzlichen Situation eine Lösung. Hätte das jetzt da nicht getropft, hätten wir ja keine Möglichkeit gehabt, da wegzukommen. Wahnsinn. Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Im Tieftemperaturbereich? Hat das gesagt? Oder habe ich nur das gehört, was ich hören wollte? Was macht das denn? Oh mein Gott. Okay, ja. Okay, ja, das hätte ich gern. Wie kriege ich die denn? Kommen wir da nicht raus? Mal wieder. Ach doch. Ach, das ist hier kaputt. Und dann ist easy, oder? Oh, bitte. Gehen ein bisschen aus dem Weg. Oh nee, wir können nicht aus dem Weg, dann geht das Portal zu. Ist das richtig? Ja. Na dann? Ja, klar. Nein. Gehen wir einfach. Kann ich das nehmen? Und um diesen Teil. Ich weiß natürlich nicht, ob ich irgendwelche übersehen habe, aber für gewöhnlich gucke ich eigentlich immer ziemlich gut. Keine Secrets irgendwie, ne? Doch, er hat in einem Raum. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Das ist nicht so schlimm. Einen Raum hatten wir. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ja, red mal. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und, ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst.
Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle, diesmal eher eine Art Alternativtod. So. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich ja, hier Schluss zu machen ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Das heißt dann wohl nein. Zack. Ich hoffe, es gibt irgendwann noch einen dritten Teil. Da hätte ich sehr, sehr, sehr Lust drauf. Okay, das schießt Bomben nach da hinten. Ja? Dann? Was passiert, wenn das da ankommt? Rotiert das? Oder geht das da durch? Oder was macht das? Es geht da rein. Und wird aufgesogen. Dann? Ein neues? Kann ich ein neues haben? Nicht? Nein? Okay. Ja gut, dann könnte ich da rein. Aber wohin? Bringt mir ja nichts, wenn ich da jetzt in den Strahl komme, oder? Also mal abgesehen davon, dass ich nicht in den Strahl komme. Oh, oh! Oh, glücklicherweise habe ich das noch aktiviert. Das ändert natürlich alles. Als ob das jetzt plötzlich... Naja. Wir wollen ja eigentlich bloß da... Nee. Da rein. Wir wollen ja eigentlich bloß hier rein. Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Ja. Du denkst, ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Heute nicht, nein? Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen. Doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Klar, also ich glaube, wenn du wieder in den Computer gehst, da, wenn du wieder die Maschine wirst, dann wirst du wieder böse. Ich traue dir überhaupt gar nicht. Das jetzt. Okay, wie auch immer ich jetzt aus diesem Raum rausgekommen bin. Ach so, es ist einfach ein Ladescreen. Das hättet ihr euch aber sparen können, ne? Ja, mach's. Ach du Heilige. Beschädigte Kerne, so ein Glück. Du versuchst ihn irgendwie zu lähmen. Ich hole einen Kern, den du dann an ihn anschließt. Das machen wir ein paar Mal, bis er einen neuen Kerntransfer braucht. Okay, und dann schließen wir dich als Kartoffel da an, oder was? Aha. Schließ mich an, ich bring dich hoch. Ja, wie denn? Selbst wenn du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit demselben Anliegen. Rache. Wir haben die Kartoffel da angeschaut. Jeder will Rache. Also los, rächen wir uns. Hi. Willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Welche Anzeige? Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgende 4 Stufen. Hi Alex, schön, danke für deine Wave. Erstens, keine Portalflächen. Warum gab's denn das nicht als... Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Stelle für mich, dann direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Wie
Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift. Ja, moin, weg. Schön, dass ihr das da seid. Ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Okay, er schießt. Bomben. Hier müssen die hin. Wo willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen. Hier, komm. Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest. Komm. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade zum Teufel. Ja. Dankeschön. So, jetzt hast du erstmal ein Problem, Kumpel. Ha, ich bin gleich bei euch. Was? Ich bin gleich bei euch. Aber wir machen gerade Endlos. Sofort bei euch. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ja, was nur? Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Ja, komm, mach deine Bombe hier. Ich nur so getan, oh, was? Um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Nein? Denn das ich will hier oben stehen. Okay, verstanden. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das führt alles zu meinem Plan. Hier. Ach ja, komm, ich stehe hier. Ich hab dir meinen Plan verraten. Ja, sofort bei euch. Die alte Achillesferse wieder. Und bei dem, was du jetzt weißt, wirst du das Konversionsgel bestimmt. Aha, hast du nur davon. Immer Druck da, immer Druck da. Was lässt du jetzt einfallen? Was kommt noch blau dazu, oder was? Ich verlange das hier nochmal alles ab hier. Die letzten paar Minuten. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Ja komm. Was muss ich denn jetzt tun? Du willst mich sehen? Oder du bist tot für den Weltraum. Weltraum, Weltraum, ich will in den Weltraum. Orbit in müssen wir. Ne, wir kommen ja auch nirgendwo. Können da können wir hin. Aber den Weltraum. Ich muss in den Weltraum. Ich muss in den Weltraum. Da ist der Kerl. So, und den wollen wir jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so cool. Ich bin schuld, im Weltraum zu sein. Und wie machen wir jetzt hier dran, oder was? Wo machen wir das hin? Ich bin im Weltraum. Ich bin stolz auf dich, Junge. Muss ich das andere abreißen? Ja, wie mache ich das? Weltraum. Info. Weltraum. 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 Wo muss der hin? Weltraum. Ich fahre in den Weltraum. Ich fahre in den Weltraum. Kannst kaum erwarten. Muss los. Weltraum. Los. Da muss doch ein neuer Kern rein. Jetzt kann er zwei mit dir. Oh Mann. Ja, ja. Okay, okay. What the f***? Warum kann man jetzt springen? Wie kann man jetzt springen? Okay, was haben wir davon, dass man hier springen kann? Muss der da in die Röhre? Nein. Da haben wir den Kern jetzt her, ja? Wo muss der hin? Leute, keine Ahnung. Kann den Kern hier nicht abreißen? Ich hätte den ja gerne abgerissen. Und hätte hier den da rein gemacht. Was geht's? Ich liebe den Weltraum. Weltraum. Atmosphäre, schwarze Löcher, Astronauten, Nebel, Jupiter, der große Wagen, der große Wagen. Hä? Ich will in den Weltraum. Weltraum. Ich will in den Weltraum. Will in den Weltraum. In den Weltraum. Hat eine Idee? Weltraum. 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 Oh, die Sonne. Ich werde die Sonne treffen. Wie soll ich sie nur ansprechen? Hi, hi, Sonne. Oh, tja, ich bin ein bisschen überfordert. Oh ja, ich weiß es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Fangen wir in den Weltraum. Hä, was soll ich tun? Hi, hi, hi. Hi, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Hey, Lady, wo fahren wir hin? Was soll ich denn davon? Fahren wir in den Weltraum. Lady, ich liebe den Weltraum. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Buchstabil. Geht davon an, egal. Was mache ich mit dem Kern jetzt? Weltraum. Liebe den Weltraum. Wo ist der hin? Lady, ich bin der Beste. Ich bin der Beste im Weltraum. Ich weiß. Ich hätte gedacht, ich muss den hier abreißen und dann neu ranmachen. Sie hat doch gesagt, wir sollen. Warum blinkt das da? Was bringt uns das? Kann ja nicht das blinkende Ding da abreißen, oder was? Ich kann ja nicht springen da nicht automatisch weiter. Komm ich auch nicht ran. Leute, ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? So viel Weltraum, ich muss alles sehen. So tiefer Weltraum. Ich irgendwo hinbringen, wegschmeißen, ins Feuer. Komm mal nicht ans Feuer ran. Weltraumgericht für Leute im Weltraum. Hä? Vorsitz, schuldig im Weltall zu sein. Bin im Weltraum. Aber im Weltraum. Sie hat gesagt, wir sollen mehrmals den Kern wechseln, damit er verwirrt ist. Ja, muss in den Weltraum. Ja. Weltraum. Du musst in den Weltraum, ich will dich ja wegschießen. Weltraum, in den Weltraum. Kann dich nur irgendwo hinschießen. Ich hab ja verstanden, du musst in den Weltraum. Hilf mir, Weltraumpolizisten.
Dennis Bull, du willst mich sehen? Aber du bist tot. Aber wir haben ja auch keins, was nach oben zeigt, was irgendwie nach oben den Weg schießen könnte. In meinem Raumanzug. Lady. Ja, auch keins, was... Was jetzt hier auf diese Sprungfläche zeigt? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ich sterbe. Ich hab keine Idee. Keine Idee. Dazu bringst du die Röhre zu sprengen. In Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ich dich dazu bringe, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Wie ist denn schon das? Wie es an der Stelle anfängt. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. So, du schmeißt das da rein. So, und sobald wir ihn treffen. Da ist der Kern. Und eigentlich... Sag mir nicht, meins ist kaputt jetzt. Wir nehmen das hier. Wir nehmen den Kern. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Welt raus. Schmeiß ich jetzt weg. Ich mehr weg von Polizisten. Teleskop, du willst mich sehen. Aufhören, du bist tot. Für den Weltraum. Weltraum, Weltraum. Ich will und hier... Weltraum, Orbit, in meinem Raumanzug. Hier muss jetzt diese, dieses Modul rausfahren. Aber den Weltraum. Wo wir den anschließen können. Hier. Da muss das Teil ran. Was gefällt dir an der Schnitt? Och Leute, das ist nicht euer Ernst. Das System, Weltraumsystem, Prozess. Ich bin schuld, im Weltraum zu sein. Wo ist das hier? Ich bin im Weltraum. Ich bin schuld. Es muss hier rauskommen. Da müssen wir den Kern anschließen. Sie schließt uns den Kern nicht an. Weltraum, kannst du mal warten. Weltraum, Weltraum, Weltraum. Warum blinkt denn das so? Das kann doch nicht normal sein. Aber wir kommen ja auch nicht dran. Kannst du mal warten. Muss los, Weltraum, los. Weltraum, Weltraum, ich Weltraum. Das muss doch was zu... Ach, ich muss den da anschließen, oder was? Nee, wirklich? Warte mal ab. Jetzt haben wir's. Oh mein Gott, wie kann man so bescheuert sein? Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Ich hab dir was angeschlossen. Moment! Oh, die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts! Ich hab oh, jetzt bin ich irgendwo anders. Oh, du hast einen Verkrümmel an dir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Ach so. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die Erste. Nein, die Fünfte. Normal. Die Sechste. Du kannst dir ausmalen, was mit den anderen Fünf passiert ist. Ey. Weißt du was? So, jetzt kommt wieder einer. Und wir kriegen Orange noch, oder was? Okay, das muss da angeschlossen werden. Also, wirklich. Wie ist die Lage? Ich bin Rick. Aha. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Unfall. Ich bin Rick. Kennst du gegen den Trip? Alles unter Kontrolle? Sieht bei einer brandheißen Situation aus. Komm. Oh. Hey, eine Kontrolle. Komm. Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Deswegen ist hier auch das blaue Ding. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuer. Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Ja. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Stimmt! Genug jetzt! Was hab ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schwanz! Ununterbrochen! Wer hat ihn getroffen? Wie hab ich das denn gemacht? Wo kommt denn der? Ja, jetzt wo du sagst, ich werde nie was anderes machen. Okay, wir müssen da hin, wir müssen so und wir müssen so. Diamanten entstehen, wenn Kohle enormen Druck ausgesetzt wird. Wenn Diamanten enormen Druck ausgesetzt werden, entstehen daraus. Ja, es ist wirklich die Stimme. Kernbeschädigung bei 100%. Das haben sie mir im Video gezeigt. Erforderlich. Ah, verstehe. Dass ich das da anschließen muss. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigt der Kern. Bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. PAD entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Der PAD-Auflösungsanlage. Ah, das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen.
PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Ja, wo ist der Knopf? Da hinten. Nein, lass es sein! Ja, ich muss erstmal hinkommen, warte mal ab. Drück. Was ist das jetzt hier? Drück nicht die Taste! Wir müssen da rankommen. Nicht drücken! Komm zurück! Drück den Knopf! Komm ich denn da jetzt wieder dran? Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Drück! Komm zurück! Ja, schön, dass du hier... Drück nicht auf die Taste! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das tötet mich! Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich hab immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll! Du musst es ja unbedingt Katz und Maus spielen, während alle anderen sich abgerannt. Ich schieße jetzt haben. Doch nicht auf den Mond! Ich schieße doch jetzt nicht auf den Mond! Ja, toll! Schau dir noch ein letztes Mal deinen kostbaren Menschenmond an! Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen! Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest. Fester. Du musst doch aber mich... Ich bin doch schon lange tot. Ich bin doch erstickt schon lange. Ich bin doch... komprimiert jetzt, oder? Nee, ist, glaube ich, das Original. Wie konnte das passieren? Das war ja Wahnsinn, oder? Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Ja. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Noxi gewinnt. Noxi gewinnt! Es war schön. Komm nicht zurück. Was ist das? Sind wir durch? Oh nein! Was für ein Plot-Twist. Zweimal gleich. Was ist hier los? Oh mein Gott. Lass sie uns wirklich gehen. Die beiden Roboter, die ihr gerade unten bei GLaDOS noch gesehen habt, die seht ihr nach diesem Video. Also, das Projekt geht natürlich weiter. Mit Lord Elisma und mir, dann es gibt nämlich einen Multiplayer. Ich gönne euch das mal eine Runde, ja?
Wie süß war das denn? Was war das für ein süßes Ende nochmal? So, ich glaube, ich bin links ganz gut, dann sehen wir wenigstens die Leute, die da mitgearbeitet haben. Ey Leute, war das ein cooles Projekt? Also wie gesagt, wir machen den Multiplayer noch mit Lord Alice mal zusammen. Das haben wir schon geklärt. Aber das war doch mal ein richtig geiles Spiel. Das hat richtig viel Humor gehabt. Es ist knifflig, ich mag ja so Rätselspiele, es ist knifflig, es ist manchmal auch echt so, wo ich dachte, wow, wie geht's jetzt weiter? Was muss ich tun? Wir hatten zweimal die Stelle, also einmal beim Endboss, wo ich dachte, das ist verbuggt, und einmal die Stelle mit dem weißen, mit diesem weißen Gel, ne? Wo wir dann auch mussten nachgucken, wie das funktioniert. Ja, manchmal muss man da ein bisschen hinter sein. Ja, wir haben die Credits. Ich fand auch, das war absolut rund, das Spiel. Musikalisch total toll. Hatte einen gesunden Tick an Humor. Ja, hat meinen total getroffen. Ich hoffe, euren auch. Und ja, wunderbar. Wunderbar, wirklich. Absolut rund. Ich hoffe, es kommt irgendwann. Das Spiel ist ja nun schon ein bisschen älter. Ich gucke mal, ob ich hier raus switchen kann. Oder ich war nämlich kurz hier. Von wann Portal ist. Wir gucken mal nochmal rein schnell. Und wir können ja mal kurz recherchieren. Portal 2 ist von 2011. Ist jetzt also schon 12 Jahre alt. Und wir gucken mal Portal 3. Getan, Release Date. Oh well. Gibt's da was? Gibt's da was? Nee, ne? Wird es einen Portal 3 geben? Laut Eric Wolpor stehen die Chancen schlecht. Einem der Hauptautoren der Portal Games glaubt es, dass er unwahrscheinlich in einer Episode des My Perfect Console Podcast hat er auch darüber berichtet, warum ein dritter Teil von Portal wohl eine Herausforderung wäre. Schade. Schade, ich mochte das wirklich richtig, richtig gerne. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Was gönne ich euch hier noch? Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Das war's. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Komm gut nach Hause, macht keinen Blödsinn, schreibt uns, grüßt alle, kennen wir, sehen uns dann im nächsten Projekt. Be cute, have fun, bis dann, Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe oder im Multiplayer. Thank you.